Ich glaube, den mit Abstand stärksten Level-Build für den Druiden und der Season 1 gefunden zu haben. Er ist absolut insane, macht den stärksten AOE-Damage ever. Und so funktioniert er, meine Freunde. Ihr seht schon anhand der Fähigkeiten unten, ich werde einen ganz kurzen Abriss davon machen, was ich derzeit spiele, weil ich mich in der langen Zeit nicht entscheiden konnte, wie ich den Druiden am schnellsten leveln möchte. Sturmschlag ist quasi unser Generator. Ich werde auch gleich nochmal den Talent Tree zeigen. Pulverisieren ist unser Haupt-Damage-Spell. Dann haben wir noch das Irdene Bollwerk mit dabei. Dann die Giftranken, das ist unser AOE-Damage. Der ist super wichtig und der Dreh- und Angelpunkt gemeinsam mit Pulverisieren unseres Bildes. Dann einmal Niedertrampeln, um Mobility zu haben und unsere Ulti versteinern. So, aber warum funktioniert der Build jetzt besonders in der neuen Season? Die Frage stellt ihr euch vielleicht und die Antwort liegt in den Herzen, meine Freunde. Und zwar haben wir das verschlagene Herz. Während ihr eine aktive, ultimative Fertigkeit habt, werden bis zu 41 entfernte Gegner zu euch herangezogen. Das ist deswegen so stark, weil in dem Moment, wo wir alle an uns ranziehen, wir danach dann unsere Giftranken wirken, wir die Gegner mit Pulverisieren Schaden zufügen und immer wieder Resets auf unserer Giftranke bekommen. Das heißt, das Herz, also das neue Item, ist dafür da, um alle zusammenzuziehen. Und das hält so lange, wie wir unsere Ulti aktiv haben. Das heißt, für ein paar Sekunden, was ich ziemlich, ziemlich nice finde. So, wichtig zu erwähnen ist auch, dass ich inspiriert wurde von den Saisonreisen. Das ist ganz wichtig und kann ich jedem Einzelnen von euch ans Herz legen. Wenn ihr die Saison spielt, also einen saisonalen Charakter habt, dann müsst ihr bestimmte Dinge erledigen, um Punkte zu bekommen. Mit diesen Punkten könnt ihr dann die Level freischalten. Ich befinde mich derzeit bei Stufe 4, weil ich noch Level 50 erreichen muss. Und da bekommt ihr dann auch Aspekte, die es teilweise vorher nur auf legendären Items gab. In dem Fall haben wir als allererstes den unterirdischen Aspekt Giftranken, die auch Erdrutsch wirken. Und zwar um uns herum. Und die Erdfähigkeiten fügen vergifteten Gegnern auch nochmal zusätzlich 10% mehr Schaden zu. Das habe ich auch tatsächlich direkt mit dabei. Und zwar habe ich das auf mein Amulett gepackt, weil ich da auch das Herz mit drauf habe, das für diesen Bild so wichtig ist. Weiter ging es dann bei der zweiten Saisonreise mit Pulverisieren und unserer Schockwelle. Das heißt, wir haben in der geraden Linie quasi unseren großen AOE-Bereich und der haut einfach komplett weg. Der haut alles weg. Und das macht so viel Spaß zu spielen. Und ich habe die ganze Zeit die Frage gestellt, wie bekomme ich noch mehr Schaden rein? Und die Antwort, die liegt tatsächlich in der Kombination aus den anderen Fertigkeiten. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns ganz kurz mal die Talente an. Standardmäßig ist Sturmschlag the way to go, weil ihr mit dem hier, mit dem grimmigen Sturmschlag, immer Gegner verwundbar machen könnt. Deswegen eignet sich auch zum Leveln der Sturmschlag mit Abstand am besten. Ich habe hier einen Punkt in Herz der Wildnis, einen wilden Impulse und drei in Überfluss drin. Einfach, dass wir mehr Geisteskraft bekommen. 18% mehr ist wichtig. Dann habe ich den Erdrutsch geskillt. Und zwar ist urtümliche Erdrutsche das Wichtige. Das wollen wir haben. Wenn ihr einen Gegner bewegungsunfähig macht oder betäubt, erhaltet ihr einen Terrapartikel. Jeder von Erdrutsch getroffene Gegner verbraucht einen Terrapartikel und garantiert einen kritischen Treffer mit 40% kritischem Trefferschaden. Das ist sehr wichtig. Denn wir werden sehr oft critten und das sorgt auch dafür, dass wir bestimmte Resets bzw. Cooldowns reduzieren. Und zwar auf unserer AOE-Fertigkeit Giftranke. Aber dazu werde ich gleich noch was sagen. Pulverisieren, unsere stärkste Fähigkeit, mit der wir sehr viel Schaden machen. Und dann tobendes Pulverisieren ist auch noch mit dabei. Dann Irdenes Bollwerk, einfach um eine Barriere zu bekommen, damit wir nicht so schnell umkippen. Das schwächende Gebrüll, da kann ich meine Punkte tatsächlich jetzt noch rausnehmen. Habe ich aktuell sowieso nicht geskillt. Ich habe gerade sehr viel rumprobiert. Die Giftranke wird geskillt. Und zwar die brutale Giftranke wäre dann quasi der letzte Slot. Eben, dass sich die kritische Trefferchance um 20% erhöht, die von Giftranken stranguliert werden. Wir brauchen sehr viel Crit. Das ist für den Bild hier auch unabdingbar. Dass wir noch Geisteskraft bekommen mit der Klarheit. Da packe ich drei Punkte rein. Und ansonsten habe ich Niedertrampel noch mit drin, damit wir ein bisschen Gap Closer haben, um schneller zu unserem Gegner zu kommen. Versteinern ist unsere Ulti, die ist wichtig. Beide Punkte kommen dann sonst noch hier mit rein. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache und auch die Irdene macht. Wenn ihr Gegner mit Erdfertigkeiten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 5%, dass eure gesamte Geisteskraft wiederhergestellt wird und die Angriffe 5 Sekunden lang garantiert kritische Treffer erzielen. Das ist geil, weil Crits brauchen wir. Beim Geistersegen habe ich nämlich den Rudelführer. Kritische Treffer verfügen über eine Chance von bis zu 20%, die Abklingzeit eurer Gefährtenfertigkeiten abzuschließen.
Die Gefährtenfertigkeit ist Giftranke. Wenn ich Giftranke einsetze, dann habe ich auch for free den Erdrutsch mit dabei. Das heißt, ich kombiniere zwei unfassbar starke Fertigkeiten. Und das funktioniert wie folgt. Die aktive Fertigkeit von Giftranke wirkt auch Erdrutsch in einem Kreis um euch. Erdfertigkeiten fügen vergifteten Gegnern zusätzlich Schaden zu. Das kombiniert mit Pulverisieren ist jetzt auch eine Erdfertigkeit. Nachdem Pulverisieren gewirkt wurde, verursachen tektonische Stacheln im Verlauf von 2 Sekunden zusätzlich Schaden. Das bedeutet, wir haben mit unserem Sturmschlag unseren Generator für unsere Geisteskraft. Pulverisieren für den AOE-Damage. Ideenes Bollwerk, wenn wir wirklich mal knapp bei Lebenspunkten sind, dann aktivieren wir das Ganze am Ende. Die Giftranke wird immer im AOE-Bereich eingesetzt. Dadurch werden zusätzlich die Erdrutsche gespammt. Durch die Crits bekommt ihr immer wieder Resets. Das heißt, wenn ihr in einem Fight seid, könnt ihr immer und immer wieder die Giftranke einsetzen. Das ist so absurd geil. Niedertrampeln als Gap-Closer werde ich auch noch weitergehen. Und Versteinern sorgt quasi dafür, dass alle an euch rangezogen werden. Das bedeutet, ihr steht einfach in der Mitte, ihr schreit einmal, alle Gegner sind quasi um euch herum, ihr spammt eure Abilities und seid innerhalb von wenigen Sekunden einfach fertig. Und während ich gerade darüber rede, denke ich mir so, ja, wie geil ist das eigentlich? Und das will ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar gehen wir jetzt einfach in einen random Dungeon rein und dann kann ich euch das nochmal direkt demonstrieren. So, wir sind im Dungeon Niedergang der Hügel angekommen und ich ziehe mir jetzt einfach mal eine random Gruppe, um euch zu demonstrieren. Wobei, die nehme ich mal alle mit. Ich glaube, da können wir noch mehr machen. Und zwar nehmen wir hier auch noch ein paar größere mit. Führen alle mal einmal ganz kurz zusammen. Dann geht die Ulti an. Und dann bekommen wir einen Reset nach dem anderen. Es ist so geil. Es ist so unfassbar stark, Leute. Guckt euch das an. Also nicht nur, dass Pulverize sowieso gerade schon vorher stark war, sondern dass ich durch die Crits quasi auch immer wieder meine Resets bekomme. Wir werden das ein einziges Mal noch ausprobieren. Vielleicht kriegen wir gleich nochmal eine Elite-Gruppe noch mit zusammen. Aber ihr wisst, der Druide war vorher nie der beste Charakter, um überhaupt zu leveln, weil er einfach im Early-Game super langsam ist im Verhältnis zu zum Beispiel dem Schurken. Selbst der Magier ist im Early-Game stärker, beziehungsweise einfach auch schneller unterwegs. So, dann ziehen wir die jetzt einmal ganz kurz. Jetzt habe ich hier noch meinen Wolf noch mit am Start. Aber das passt. 5 Sekunden noch, Leute. Wie gesagt, ich kann Head natürlich jetzt auch nochmal. Es ist für die Demonstration jetzt hier, dass ich vorher keine Angriffe mache. Ich ziehe alle zusammen. Bob. Bob. Und das ist es, Leute. Das ist es. Super einfach zu spielen. Einfach, weil wir über die Saison direkt auch unsere wichtigen Aspekte bekommen. Das Herz droppt auch super oft. Da braucht ihr euch eigentlich gar keine Sorgen machen. Dass ihr, wie gesagt, wenn ihr die Ulti anmacht, dass ihr alle zusammenzieht. Das ist einfach the way to go in meinen Augen. Und ich denke, das ist mit Abstand der beste Build, um schnell XP zu farmen, um schnell einfach Level 50, 60 zu werden. Wo wir dann einen neuen Druiden-Build ausprobieren werden. Den möchte ich noch nicht verraten, deswegen abonniert gerne. Haut den Daumen nach oben, falls euch das Video heute hier gefallen haben sollte. Ich packe euch noch den Build, den ich gerade aktuell nachempfinde, quasi noch mit unten in die Videobeschreibung rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Diablo-Video. Vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.